Ach so, der baut noch auf. Nö, gib halt 96 Versand. Peter bei 25 an. Nur mach halt einfach mal. Nur einfach anbieten. Ne, dann 30 anbieten. Nichts verhögern, kaufen. Ja, weißt schon, Weihnachten und so. Ich bin noch... Aua. Ich bin auch noch am Überlegen, was ich mir schenke. Könnte sich jetzt aber hier schon mal ein bisschen beeilen. Ich helfe mir jetzt sogar schon extra mit dem Holz. Du kannst im Dingfall auch helfen, ne? Du kannst hier in der Mitte einfach mir helfen, das Zeug wegzubauen. Der Laser macht ja nichts, also nicht, dass du jetzt Angst hast, dass sich der Laser oder sowas umhaut. Nö. Weil der baut erst alles in der Mitte ab, bevor er sich aufbaut. Und vor allem diese schwebenden Bäume hier oben wegreißen. Nee, ich auch nicht. Meine ist gerade kaputt. Ich glaube, so viel Axt habe ich gar nicht mehr. Nur noch mal ein paar schwebende Bäume. Egal. Setz doch einfach einen Erdblock drunter. Das ist Minecraft. Okay. Terrain Building. Erdblock. Erdblock. Ja gut, kann es aber auch wieder sein, dass jetzt auch wieder in der Quere drin hängt, ne? Dann hau doch gleich wieder weg. Weil du müsstest quasi jetzt immer unten den ersten Block wegnehmen. Und dann den Block drunter setzen. Hm. Ja, das ist mir zu blöd. Aber erstmal ist es noch gefallen. Ja, wenn man es halt eine blöde Gegend ausgibt, dann muss halt erstmal jetzt extrem viel wegmachen. Und auf die Größe gesehen, das ist schon richtig viel, was der hier wegmachen muss. Ja, das habe ich leider nicht. Da kann ich mir leider nicht helfen. Schaufel besitze ich leider nicht. Ja, was er hier wieder für Ressourcen rausballern wird. Ja, das können wir uns alles herstellen, jemand. Ein paar Diamanten oder so. Ja und? Das ist im Allgemeinen immer so extrem krass, was die Queries dann immer rausholen. Also wir haben auf unserem ersten Server haben wir eine Query laufen gehabt und die hat uns komplett versorgt. Alles was wir brauchten. Ja, also die hat so viel abgeworfen, das war einfach der Hammer. Ich glaube ist sogar noch eine Etage tiefer, ne? So, schnell die Lage checken, wie viel Strom er noch hat. Ups. Natürlich alles sehr unorthodox gebaut hier vorne, aber das werde ich dann morgen, wenn ich dann die richtig anschließe, werde ich das dann alles umändern. So wie ich habe dann gestort. Halt.
Ja, ist ja auch die letzte Etage, die er jetzt bauen muss. Zum Glück weiß. Ja, es würde jetzt Ich schon habe leider schaffen. auch keine So viel ist Schaufel es mehr, jetzt nicht sonst würde mehr. ich noch helfen. Ich meine, größten hat er ja schon gemacht. Der arbeitet aber nicht mehr so schnell wie gerade eben noch, oder? Oder täuscht mich das gerade? Echt? Doch. Der hat bloß jetzt wesentlich mehr Zeug wegzuräumen. Das wird jetzt alles zerstört. Wo kachelt der Ja. das eigentlich gerade hin? Erst wenn die Quarry selbst dann arbeitet, Das wird alles dann zerstört, aha. kommen wir rennen nochmal schnell zurück, gehen nochmal schlafen. Und dann laufen wir nochmal hierher und dann beenden wir auch die Folge hier. Hier ist irgendwo Lava. Ich habe gerade Lava gehört. So. Ja, die Scheiße ist halt wirklich bloß mit der Ender Chest. Das ärgert mich ein bisschen. Oh. Frage ist halt jetzt wirklich. Aber das probiere ich dann alles morgen aus. Das Anschließen und sowas, das machen wir alles morgen. Ich warte jetzt nur, bis sie aufgebaut ist, nehme dann die restlichen Kohle raus, dass der dann aufhört. Ja, gibt's doch. Schade, dass es nicht Ja. sowas wie eine Pipeline gibt. Echt? Die funktioniert selbst über Aber ob die über 20 300 Millionen Meter Meter. funktioniert? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die funktioniert immer. Du kannst ja Flüssigkeiten, du kannst ja Lava, Wasser, Benzin und alles, du kannst ja alles transportieren. Aber Benzin finde ich Schwachsinn, weil wir haben ja trotzdem alles auf Elektrizität gebaut. Und da ist Benzin eigentlich Schwachsinn, weil Benzin muss halt auch immer aufpassen, dass du immer genug Kühlung hast, weil sonst Ja. verfliegen dir die Maschinen nämlich um die Ohren. Yeah. Genau so ungefähr. Kolbenfresser. Und das ist ja natürlich immer voll ätzend, wenn du dann irgendwann online kommst und die halbe Gegend explodiert. Ist dann schon was sehr nervig. Alter, irgendwo ist hier ein riesen Lavasee. Ja, ganz schön was geschuftet in der kurzen Zeit, wo wir hin und zurück gelaufen sind. Komm Junge, jetzt zeig mir, was du kannst, ja? Oder ich geh jetzt hier unter. Nein. Hä? Ja, pumpen wir erstmal das Meer leer, oder? Achso. Ja, halt, wenn der hier jetzt runtergräbt, läuft uns das ganze Wasser vom Meer rein. Ja, ist aber auf einer Seite ganz praktisch, weil du brauchst keine Angst haben, dass du hier reinfällst. Ja, wenn du Ja, du schwimmst dann reinfällst, halt. fällst du sanft. Rauskommen tust du zwar nicht, aber... Warum soll es nicht rauskommen? Wegen der Strömung oder was? Na, Na. wenn jetzt runter... Ja, dann zieht sie dich automatisch runter. Ich denke nicht. Wenn du das So, jetzt geht's sagst... gleich los, Junge. Jetzt ist doch gleich soweit. Dann gibt's volle Kanne Action. Macht die Renate volle Granate. Nochmal schnell wegen Strom gegeben. Na, ich Ach, gebe jetzt bin aber für schon den die Arsch. Transfer. Ich warte jetzt bloß noch, bis dieses Scheißding hier endlich steht.
Ja. Kannst du eigentlich da noch mehr Motoren ranhängen? Das reicht schon, Junge, glaub mir. Ja, das Problem ist ja, halt, wirklich, wenn das, nee, wenn das Ding an Solar angeschlossen ist, der produziert halt wirklich durchgehend. Der produziert rund um die Uhr. Naja. Oh. Und ich habe keinen Bock, den hier jeden Tag umsetzen zu müssen. Weil er sich jeden Tag einmal komplett bis zum letzten runtergebuddelt hat. Ja, aber was willst du mit den ganzen Ressourcen? Ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ja, aber schon, aber das ist... Du sagst doch, du wirst schon sehen, was hier alles ausgibt. Ganz viel. Du musst ja jetzt sehen, alles was jetzt hier in diesem Viereck nach unten jetzt an Ressourcen ist, das kriegen wir alles ins Lager geballert. Ja. Ungefähr dann so viel wie wahrscheinlich unsere Turtles sind ja noch gar nicht unten. Naja. So, rein theoretischerweise müsste er jetzt anfangen sich aufzubauen. Ja, fängt er an. Schau, jetzt baut er gerade hier sein Gerüst auf. Was? Guter Strahl. Der hat gerade keine Energie mehr gehabt, ne? Gib mir mal bitte Essen. Ja, halt wie so ein Hühnchen. Das hat gerade ausgesehen, wie wenn du die ausgekotzt hast, Alter. Jetzt macht er gerade erstmal noch den ganzen Schnee und den ganzen Gras und alles weg. Ich glaube, der braucht noch mehr Kohle. So gut, dass ich gleich so viele Sticks mitgenommen habe. Nein, nur gut, dass da hinten dann schon Sumpfbiom ist und nicht mehr Schneebiom. Weil es wäre ja richtig ätzend, wenn er jetzt hier überall noch das ganze Schnee wegmachen müsste. Lull. Erstmal Schneebälle überall gesammelt. Aber komischerweise Schaf lässt er in Ruhe, ne? Ich sag jetzt ein bisschen den Wolf da. Du weißt schon, dass er aggressiv ist. Wolf. Ja. Das Problem ist, wenn du einen Wolf killst, ne, und das sind irgendwelche anderen Wölfe in der Nähe, dann sind ja alle voll aggro auf dich. Wolfbeutel. In Zukunft, wenn wir eine flache Ebene haben wollen, bauen wir uns einfach eine Quarry auf. Und dann brauchst du nicht extra eine Quarry für bauen. Betoniert der uns das alles eben und dann ist gut. Es gibt vielleicht auch Terra-Bilder und alles mögliche. Dem kannst du dann sagen, was er machen soll. Wenn du ihm dann sagst, machen wir eine flache Ebene, macht er eine flache Ebene. Jetzt weiß ich es nicht. So. Hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Komm Junge, bau du weiter auf, wir machen hier das für dich. Jo, jetzt hat er denke ich alles. Jetzt muss er noch... Jetzt baut er gleich dann die Schrägdinger, dann kommt oben das. Und dann fängt er endlich an. Alter.
Wie mit Versand 11 Euro, den will 6 Euro. Nein, das wird Versand 11 Euro drüber, habe ich gesagt, weil Michelle hat ja schon einen Teil gekriegt. Achso. Ja, dann nimm halt. Nimm's an. Unter anderem ja. Die Weihnachtsgeschenke für die Kinder ist oder was? Unter anderem. Oh. So, so. Jetzt haben wir hier also eine Query. Ist ja nichts Besonderes mehr. So, erstmal über Licht machen. So. Jetzt würde ich da rausgehen. Oh, komm jetzt gleich so eine Schremmlerwalze oder was ein Rest oben alles ab. Daune. Ey, Maus bleibt mal schön so liegen, gell? Hier. Sonst sehe ich da nichts. Wie vermessen? Der baut jetzt gerade ab. Macht er jetzt noch vermessen oder was? Na, der baut jetzt, der so baut jetzt ab. Der macht halt jetzt erstmal überall jetzt auf die gleiche Ebene und dann geht's los. Wieso CNC-Fräsmaschine? So, und mit dem Aufbau der Query würde ich sagen, beenden wir die Folge hier und sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss. Jo. Tschüssi.